Ich möchte jetzt als ersten Redner den Dr. Jörg Schmidt von der Regionalgruppe Stuttgart der IPPNB begrüßen. Er wird auch ein paar Worte sagen zu der KIK-Studie. Die KIK-Studie ist eine Untersuchung, wo es darum geht, wie weit Kinder im Umkreis von Kernkraftwerken durch Radioaktivität stärker belastet werden als sonst wo. Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich bei dem Bündnis hier für die Einladung, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Als einer von ca. 6.000 deutschen Mitgliedern der Internationalen Ärzte zur Verhinderung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung, kurz IPPNW. Wir setzen uns mit der kriegerischen atomaren Bedrohung auseinander und haben für unser blockübergreifendes Abrüstungsengagement 1985, damals noch im Kalten Krieg, den Friedensnobelpreis erhalten. Gleichzeitig bringen wir unsere spezifisch ärztlichen Kenntnisse in die Anti-AKW-Bewegung ein. Wesentlich hat die IPPNW die unabhängigen Dokumentationen zu den gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl ermöglicht. Und erneut werden wir mit unserem im April in Berlin stattfindenden Kongress einen wichtigen Teil zur weiteren Aufklärung beitragen. Und wir sind in der Tschernobylhilfe auch vor Ort aktiv. Die IPPNW steht. Die IPPNW steht für die Erkenntnis, dass die Atombomben und die Atomkraftwerke zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Beide bedrohen sie unsere Zivilisation. Persönlich bewegt mich gerade heute, hier mit Ihnen in Landshut vor den Toren der Atomreaktoren zu demonstrieren, angesichts der dramatischen Situation in Fukushima. Wie die Bilder sich gleichen, die heutigen aus Japan mit denen vor jetzt bald 25 Jahren aus Tschernobyl. Bilder der japanischen Strahlenschutzteams, die mit Atemmasken die Radioaktivität messen, decken sich mit den damaligen Aufnahmen aus Pripyat, der Stadt unmittelbar bei Tschernobyl. Die Evakuierung, das Leid, die Unsicherheit der Menschen, Verzweiflung und deren Angst. Wir, und ich sage dies sicher auch in Ihrem Namen, wir sind bestürzt über die katastrophalen Ereignisse in Japan und wir stehen in unserer Betroffenheit an der Seite der Menschen, die mit den schrecklichen Folgen der Naturkatastrophe und des atomaren Unglücks konfrontiert sind. Atomenergie ist eine Risikotechnologie. Das mit ihr verbundene Restrisiko setzt alle menschlichen Maßstäbe außer Kraft. Deshalb ist Atomenergie ethisch nicht vertretbar. Und deshalb müssen die Meiler sofort vom Netz. Das zeitliche Wirken der Radioaktivität über die Generationen hinweg, deren Einwirken auf unsere in der Evolution gewachsene Genomstruktur, all das sind für uns Menschen unvorstellbare Gefahren, die wir nicht riechen, nicht hören und oft erst nach Jahren sehen können. Um die russische Atomanlage bei Majak, das dortige Unglück ist 1957 geschehen, und um Tschernobyl sind die gesperrten und unbewohnbar gemachten Gebiete Wirklichkeit geworden. Das droht nun auch in Fukushima. Und in welcher nächsten Stadt? Hier in Landshut oder in Frankreich oder in Tschechien? Morgen oder übermorgen? Wann ereignet sich der nächste Unfall?
In Japan wurden zeitweise radioaktive Strahlungswerte von bis zu 3100 Millisievert im Bereich der Havarie bekannt. Das sind jetzt Zahlen der Internationalen Atomenergiekommission vom letzten Dienstag. Diese Messung erfolgte unmittelbar nach einer Wasserstoffexplosion. Bereits ein ungeschützter Aufenthalt in einem Strahlenfeld bis 400 Millisievert über mehr als 5 Stunden führt bereits zur akuten Strahlenkrankheit mit Haarausfall, Übelkeit, Durchfall, Blutarmut. Bei einer Dosis von 5000 Millisievert würden bereits die Hälfte der dieser Strahlung ausgesetzten Menschen den Strahlentod sterben müssen. Die Lage in Japan ist also dramatisch. Wie dramatisch, das werden wir wie üblich immer nur scheibchenweise erfahren. Die IPPNW wird dabei mit ihrer japanischen Schwestergruppe, mit der die Bundesgeschäftsstelle schon im ständigen Kontakt steht, wir werden uns bemühen, Täuschungsmanöver und Bagatellisierungen aufzudecken. Wir wollen das Risiko. Wir wollen das Risiko eines Atomunfalls, aber auch bei uns nicht mehr länger ertragen. Alle deutschen Atommeiler müssen heruntergefahren werden, sofort, so schnell es geht. Ohne dass in einem Atomkraftwerk ein Störfall passiert, bedroht Atomenergie im Normalbetrieb bereits unmittelbar Leben. Die IPPNW hat maßgeblich eine Kinderkrebsstudie initiiert, die sogenannte KIK-Studie. Sie werden davon gelesen oder gehört haben, die Ende 2007 vom Bundesamt für Strahlenschutz letztlich veröffentlicht wurde. Über einen Zeitraum von 24 Jahren unter Einschluss aller deutschen Atomstandorte auf der Datengrundlage des Mainzer Kinderkrebsregister steht mit dieser Studie, die als sogenannter Goldstandard international anerkannt ist, eindeutig fest: Je näher ein Kind an einer im Normalbetrieb laufenden Atomanlage lebt, desto höher ist sein Risiko, krank zu werden. Kleinkinder bis 5 Jahren erkranken in einer Entfernung bis 5 Kilometer um ein Atomkraftwerk 60% häufiger an Krebs und an Leukämie sogar um 120%. Das bedeutet, jedes Jahr erkranken in Deutschland mindestens 5 bis 12 Kleinkinder zusätzlich, allein wegen der radioaktiven Emission. Gott sei Dank sind dies nur kleine Erkrankungszahlen, weil die Erkrankungen bei Kindern insgesamt, speziell diese, nicht so häufig sind. Aber bedenken Sie, hinter jedem Einzelfall steht ein Schicksal, das ich keinem von Ihnen persönlich zumuten möchte. Bis in 50 Kilometer Entfernung um ein Atomkraftwerk lässt sich diese erhöhte Erkrankungswahrscheinlichkeit in etwas niedrigerer Ausprägung statistisch nachweisen. Aber so der Vorwurf der Atomindustrie zu diesem Studienergebnis: Wir haben doch alle geltenden Grenzwerte eingehalten. Eine Gefährdung sei damit definitiv ausgeschlossen. Es kann also nicht sein, was nicht sein darf. Es ist richtig, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Aber, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die Grenzwerte beziehen sich nach einem statistischen Rechenmodell auf den sogenannten Normerwachsenen, einem gesunden 25- bis 30-jährigen, jungen, weißen, im europäischen Kulturkreis lebenden und vor allen Dingen kerngesunden Mann. Dabei ist natürlich wissenschaftlich unbestritten,
dass Embryos und Feten im Mutterleib eine deutlich höhere Strahlungsempfindlichkeit haben. Die Embryos befinden sich ja in der Wachstumsphase des Lebens, mit später im Leben nie mehr erreichter hoher Zellteilungsrate. Das macht das werdende Leben so angreifbar und verwundbar. Wir Ärzte fordern deshalb, der vorsorgende Strahlenschutz muss sich auf ein Referenzembryo beziehen und nicht auf einen Referenzmann. Nur dann sind unsere Kinder schützbar. Eine entsprechende Kampagne haben wir seit über einem Jahr laufen. Ich habe noch Informationsmaterial hier vorne hingelegt. Wir haben einen extra Flyer zur Kinderkrebsgefährdung um Atomkraftwerke. Bitte nehmen Sie, wenn Sie Interesse haben, diese Informationen mit oder sprechen Sie mich nachher noch persönlich an. Überholt ist auch die Vorstellung innerhalb dieses Strahlenschutzmodells, das bisher gilt, nach der es eine Schwelle gäbe, unterhalb der Strahlung ungefährlich sei. Fakt ist aber, jede noch so geringe Strahlung wirkt auf die Keimzelle ein, oft aber eben nicht immer durch innere Vorgänge reparierbar. Und Strahlung führt, anders als bisher gedacht, nicht nur in den konkret getroffenen Zellkernen zu Strukturbrüchen, sondern sie betrifft auch benachbarte Zellstrukturen mit anderen, aber potenziell ebenso dramatischen Auswirkungen. Insbesondere radioaktives Wasser, das Tritium und das radioaktive Kohlenstoff C14, die über die Abluftkamine bei jedem Atomkraftwerk ausgestoßen werden, sehen wir als problematisch an, weil sie über die Nahrung zum Beispiel der Schwangeren aufgenommen werden und dann im Inneren des Körpers eine eigene Strahlungsquelle darstellen. Das ist der Gefährdungsweg des noch nicht geborenen Lebens. Und man kann diese Strahlung nicht messen. Und genau diese Stoffe werden während des Wechsels der Brennelemente massiv in Minuten andauernden Spikes, also Spitzenwerten, an die Umwelt abgegeben. Gegenüber den sogenannten normalen Emissionen sind diese dann mindestens 20-fach erhöht. Da aber seitens der Gesetzgeber nur Wochen- oder Quartalszahlen, also gemittelte Strahlungswerte, veröffentlicht werden, bleibt diese Gefährdung oft unbekannt. Keiner weiß davon. Insofern auch für Sie, bitte informieren Sie sich, wann die nächsten Brennelementwechsel stattfinden. Und achten Sie darauf, insbesondere wenn Sie schwanger sind. Genau diese, wir müssen außerdem feststellen, ich sprach ja gerade die Grenzwerte an, dass die internationalen Grenzwerte festgesetzt wurden, nicht in der Sorge um die Menschen, um die Sicherheit der Menschen, sondern ausschließlich um die Atomenergie fördern zu können. Im Klartext lautet es so, ich zitiere jetzt aus der 9. Revision der ICRP aus 1965 und das gilt bis heute, Zitat Anfang. Diese Grenzwerte gewähren einen vernünftigen Spielraum für die Expansion der Atomenergieprogramme. Zitat Ende. Diese Grundlage gilt bis heute. Die Internationale Atomenergiekommission nimmt darüber hinaus direkt Einfluss auf die Veröffentlichungen der Weltgesundheitsorganisation. Vertraglich gesichert hat die Internationale Energiekommission sich zusichern lassen, Gesundheitsdaten unter Verschluss halten zu können. Das kennen wir von der Katastrophe in Tschernobyl. Und deshalb, Sie werden das nicht wissen, findet seit nunmehr 3 Jahren in Genf vor den Toren der WHO mit Unterstützung der IPPNW eine Dauermahnwache statt, um gegen diesen Knebelvertrag zu protestieren. Applaus
anlässlich des jetzt dann bevorstehenden 25. Jahrestages der Katastrophe in Tschernobyl werden wir eine Delegation aus Weißrussland zunächst in Neckarwestheim bei der dortigen Demonstration haben und wir werden diese dann nach Genf zur Dauermahnwache begleiten. Glauben Sie den Pro-Atom-Politikern und deren Beschwichtigungen nicht mehr. Zeigen wir ihnen die rote Karte. Machen Sie den Atomausstieg selber. Wechseln Sie einfach zu einem Ökostromer. Wenn jetzt von Frau Merkel, Herrn Röttgen, Herrn Seehofer, Herrn Mappus, diese beiden Letztgenannten, die mit aller Macht zum Beispiel die Windenergie in ihren jeweiligen Bundesländern geradezu zu verhindern trachten, wenn sie also diesen Bremsern und Verhinderern der Energiewende, wenn die sagen, mit unserer Betroffenheit dürfe keine Politik gemacht werden, dann sage ich Ihnen, machen Sie Ihre Empörung lautstark hörbar und weithin sichtbar, gerade jetzt. Der Mensch. Der Mensch muss wieder im Mittelpunkt des politischen Handelns stehen und nicht die Interessen der Atomwirtschaft. Mit einem Moratorium, das nur die ältesten Anlagen betrifft, werden wir uns nicht mehr zufrieden geben. Wir wollen den Atomausstieg jetzt. Und wir wollen die Energiewende jetzt. Herzlichen Dank.